Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es mal nicht um ein Buch oder um Bücher, sondern um eine Serie, die ich relativ zeitnah gerade angesehen habe. Eine Serie, die auf Sky läuft, auch eine Sky-produzierte HBO-Serie ist, eine Miniserie ist und sie ist über Sky Ticket, Sky eben auch einfach ansehbar und erhältlich. Es geht dabei um Tschernobyl, eine historische Dramaserie, die auf wahren Begebenheiten beruht, beziehungsweise sogar eigentlich einer Dokumentation dieser Katastrophe entspricht, denn sie handelt dabei um Tschernobyl, was ja ein Atomkraftwerk ist, das im Jahr 1986 jetzt im Grunde explodiert ist und ganz viele Gründe es davor dafür gibt, ganz viele Begebenheiten währenddessen passiert sind, nur noch einiges danach passiert ist, was die Welt eigentlich im Atem hält, beziehungsweise damals zumindest gehalten hat. Heute hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass das gerne mal vergessen wird und solche Katastrophen ja so ein bisschen heruntergespielt werden. Beziehungsweise, wann habt ihr das letzte Mal etwas über Tschernobyl gehört? Ist schon relativ lang her, wahrscheinlich jetzt so zum 30-Jährigen. Aber ja, meine Geschichte zu Tschernobyl ist, ich bin ja 1983 geboren, ich war ein Kind, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich weiß, dass mir immer mal erzählt wurde, dass ich ein Jahr später in den Kindergarten gekommen bin, also erst mit 4 Jahren, nicht schon mit 3, weil es eben diese Probleme gab mit dem Boden, dass Kinder auch nicht möglichst draußen in der Natur irgendwie spielen sollten, nicht mit Sand, nicht mit dem Boden in Berührung kommen sollten. Es war hier im Grunde ja in Bayern oder ich sag's mal auf der Ostseite, also ja, ne, von Deutschland war es ja viel näher gelegenen am Russischen, an der UdSSR, an Tschernobyl, und es gab hier wohl relativ viel Aufruhr, auch was Pilze angeht, im Grunde auch Wildschweine, Wild überhaupt, und auch bis heute es hier ja Grenzen gibt, die eingehalten werden müssen. Ich persönlich kann mich da nicht dran erinnern, ich kann mich an die Aufregung nicht erinnern, ich habe es damals eben dann in der Schule, ich weiß nicht mehr, 6., 7. Klasse, wahrscheinlich eher 7. Klasse, 8. Klasse, irgendwie mal gehört. Wir haben uns hier natürlich auch um Atombomben, dieses ganze Uranenergie natürlich irgendwie, sind da geschult worden, sag ich jetzt einfach mal so im Unterricht. Ich fand das mega interessant. Ich weiß, dass ich mich sehr mit der Atombombe an und für sich im Grunde beschäftigt habe, so merkwürdig das jetzt klingt für das Alter. Ich fand diese Auswirkungen einfach mega spannend. Ich fand es irre, was Menschen erfinden, um sich eigentlich selbst in die Luft zu jagen. Es ist eigentlich total erschreckend und gruselig, und natürlich kommt man dann auch nach der Atombombe, was Hiroshima und Nagasaki angeht und Tests auf irgendwelchen Inseln und was da alles so ein bisschen los war. Man hatte ja dann auch die französischen Tests ein bisschen später, was da die Welt eigentlich in Atem hält und wie krankhaft fasziniert ich eigentlich davon war und auch heute noch bin, was der Mensch eigentlich manchmal für idiotische Gedanken hat. Und das überhaupt so eine Erfindung. Und dann ging es ja weiter eben mit dieser Kernenergie, die irgendwann ja relativ sauber deklariert wurde. Sie hinterlässt eben keinen Rauch, man hat keinen Bergbau, keinen Kohlebau, was weiß ich, keine Holzsachen, die verbrannt werden, sondern es war eine sehr reine, oder es ist eine sehr reine Energie, zumindest ich setze das mal so in Anführungszeichen. Und ich fand das mega spannend. Ich habe damals auch die Wolke gelesen. Dann gab es auch irgendwann den Film dazu. Ich habe Dokumentationen dazu angeguckt und bin natürlich irgendwann an Tschernobyl nicht vorbeigegangen und war damals als 14-, 15-Jährige sehr schockiert darüber, was passierte, was diese Dokumentationen mir geliefert haben. Und es war eine ähnliche grausige Faszination, wie bei mir auch zum Beispiel der Zweite Weltkrieg hinterlässt. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie heute, warum spricht man über den Zweiten Weltkrieg noch so aktiv und arbeitet das auf, aber über Tschernobyl, habe ich das Gefühl, spricht irgendwie keiner. Und dann auch als vor ein paar Jahren Fukushima war, habe ich das Gefühl, dass sich darüber überhaupt keiner so richtig unterhält oder sich Gedanken darüber macht, was das für die Welt bedeutet. Ja, so ein paar Vereinzelte machen sich Gedanken, aber so die Welt hält das irgendwie nicht im Atem. Und das ist etwas, was mich total verwundert hat. Und so habe ich mich, als die Serie jetzt auf Sky gelaufen ist und Paddy relativ schnell begeistert war und auch Thorsten sehr begeistert war, doch irgendwie gedacht, willst du wirklich eine Verfilmung sehen von etwas, was tatsächlich passiert ist, was mich vor 15, 20 Jahren so in Atem hielt und immer wieder in Atem hält, wenn ich etwas dazu lese. Willst du dir das wirklich als Serie geben? Am Ende ist das wirklich noch so gut, dass du danach eigentlich nur noch verzweifelt dich in dein Bett legst und Katastrophe überall siehst, oder wobei ich jetzt nicht Paranoia bin, aber
bei all dem, was auf dieser Welt passiert, könnte man sich durchaus einfach ins Bett legen und sagen, okay, ja, atmen wir einfach mal alle durch, es wird besser. Doch dann haben beide ständig geschwärmt und dann kam auch noch der Podcast von Cinema Strikes Back dazu und Alpa hat von Tschernobyl als die beste Serie überhaupt gesprochen und hat auch ein paar Argumente angeführt, die mich noch neugieriger gemacht haben und so habe ich angefangen, die erste Folge mir anzusehen und ich war tief beeindruckt. Ich saß sprachlos, angespannt vor dieser ersten Folge, habe gefühlt sehr wenig Luft geholt, habe das wirklich aufgesogen. Nicht nur die eigentliche Geschichte um Tschernobyl ist ja mega interessant, obwohl das ist eigentlich total merkwürdig, sowas zu sagen, weil es ist eben einfach passiert. Es ist nicht eine fiktionale Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat, sondern es ist zu großen Teilen, und ich glaube, dass die Serie wirklich sehr nah an der Geschichte ist. Zumindest ist mir nichts in dieser Serie aufgefallen, was ich irgendwie dachte, das hätte ich anders in Erinnerung oder nichts Gravierendes. Und man sitzt einfach so da und denkt, das ist passiert. Genauso ist es passiert. Und man traut eben all diesen Szenen auch zu, dass sie wirklich so passiert sind. Also es gibt ja auch so ein paar Gerüchte, Verschwörungstheorien und man muss sich natürlich auch einfach der politischen Situation damals bewusst werden, was 1986 los war mit der UdSSR, mit den USA, mit dem Kalten Krieg, mit diesem West-Ost, was ja auch gerade in Deutschland herrscht, dass wir die DDR haben und die BRD und wie eben auch die UdSSR einfach damals funktioniert hat, kann man natürlich nicht mehr mit heute vergleichen, will ich auch gar nicht vergleichen, ich will auch gar nicht über das Politische da eingehen, aber das hat natürlich zu gewissen Konsequenzen und Dingen geführt, die dieses Tschernobyl-Unglück einfach schlimmer gemacht hat, als es vielleicht hätte sein müssen. Wobei, hätte man es anders machen können, weiß man nicht. Im Nachgang ist man natürlich immer schlauer und ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Kommen wir mal zur Serie zurück, es tut mir sehr leid. Aber ihr seht, es ist wirklich eine Serie, die mich sehr bewegt hat, sehr berührt hat, weil es fängt wirklich schon mit den ersten Szenen an, dass man einfach Charaktere kennenlernt, die eine große Rolle in dieser Geschichte spielen. Und mit Geschichte meine ich nicht nur die fiktionale Geschichte, sondern auch wirklich die echte, lebende Geschichte sozusagen. Und wir treffen eben auf Charaktere, erfahren, was so da vorgegangen ist. Wir erfahren von dieser Explosion. Wir sehen Menschen auf der Brücke des Todes, so heißt sie heute, stehen, die dieser Explosion zusehen, die diesen Löscharbeiten zusehen des Feuers, die da mit Kindern stehen. Und man weiß einfach, wie es ausgeht. Ich glaube, man kann Tschernobyl nicht spoilern. Es ist ähnlich mit der Titanic. Ich glaube, es geht auch keiner in den Film und denkt, dass sie am Ende irgendwie eine Abkürzung findet und nach rechts abbiegt und am Eisberg vorbei. Man weiß, was in Tschernobyl passiert ist. Man weiß, wie viele Menschenleben das gekostet hat, was es für Auswirkungen hatte, wenn man dieser Art Strahlung ausgesetzt ist. Angefangen von der Vergiftung, die ganz zu Beginn alle Menschen erreicht hat, über die Verstrahlung bei den Feuerwehrleuten, bei den Menschen in riesigen Umkreisen, bei den Tieren im Umkreis, ganz zu schweigen, dann nach oben wirklich, wenn die Wolke sozusagen sich über Europa ausbreitet und der Niederschlag dann eben einfach kommt. Es ist kein Spoilern und ich hoffe zumindest, dass von Tschernobyl jeder schon mal gehört hat. Spätestens seit Fukushima ist das Thema ja doch ein bisschen wieder mehr in aller Munde gewesen. Für mich, für meinen Geschmack eigentlich noch zu wenig, aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung dazu. Die erste Folge hat mich unglaublich niedergeschmettert zurückgelassen. Also ich war wirklich tief berührt in tiefer Gedanken und dachte mir, warum guckst du dir sowas eigentlich an? Und so ging es dann mir mit Folge 2 und 3 und 4 und dann auch mit der letzten Folge. Man sitzt fassungslos davor, man weiß, dass das alles passiert ist. Man weiß auch oder man ahnt auch, dass es genau so passiert ist. Und es gab auch Momente, die ich vorgespult habe, gerade wenn es dann um die Tiere geht. Natürlich weiß man, was mit den Tieren geschah. Man hat das schon gelesen und auch in Dokumentationen irgendwie, vielleicht dann auch wieder ausgeblendet. Es dann aber zu sehen und den Menschen dahinter zu sehen, das ist das, was mich eigentlich so, also wenn Tiere einfach verhungern, weil ihre Herrchen und Frauchen die Flucht ergreifen, weil da kommt eine Atomwelle auf sie zu, macht mir das, ist das alles irgendwie noch in Ordnung und es ist menschlich. Wie sich aber Menschen gefühlt haben müssen, die dann auf die Jagd gehen und nicht nur bei Wild und Großtieren, sondern ich glaube, also das ist wirklich etwas, was mich im Kern erschüttert und auch nachhaltig erschüttert hat.
dass man natürlich dieses Menschliche dahinter eben einfach immer sieht. So eine Dokumentation ist immer sehr kalt, sehr kühl, sehr theoretisch. Auch Bücher, wenn man darüber liest, Biografien, den Hergang. Mir war alles relativ bewusst, mir war auch klar, wie es eben dazu kam. Ich habe das relativ gut verstanden und es war auch sehr faszinierend, es in dieser Serie zu sehen. Also auch wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was da eigentlich vorgefallen ist, wie das passieren konnte, es wird euch erklärt, denn es gibt immer irgendeinen, der eine blöde Frage sozusagen stellt, so ähnlich wie sie wir wahrscheinlich auch stellen würden. Und dann wird uns das wirklich erklärt. Also für alle, die jetzt vielleicht auch gar nicht wissen, was ist da eigentlich passiert, wie konnte es so weit kommen, ist das heutzutage vielleicht auch möglich, der bekommt hier wirklich sehr viele Antworten. Das Besondere an dieser Serie, was sie auch, glaube ich, zu so einer gut bewerteten macht, ist diese Faszination an der Realität und dass sie so nah an der Realität ist und dass sie einfach so diese menschliche Komponente zeigt, wie hat das politische System funktioniert, wie haben die Menschen funktioniert, welche Kette hat es ausgelöst, wo fängt der Fehler an und wie setzt sich dieser fort. Und natürlich, wie gesagt, im Nachgang kann man immer sagen, man hätte es besser anders gemacht, aber es ist so etwas zum ersten Mal passiert und man kann eigentlich nur eine richtige und eine falsche Entscheidung treffen und die Wahrscheinlichkeit, dass man die falsche trifft, ist eben genauso groß wie die richtige und hätte es überhaupt eine richtige Entscheidung in diesem Fall gegeben, hätte man nicht viel früher, also der Fehler, diese Kette, dass das passiert, hat ja viel früher angefangen als die eigentliche Katastrophe. Und das hat mich unglaublich gefesselt und gepackt. Und das bringt diese Serie wirklich grandios herüber. Diese Fassungslosigkeit, dieses tatenlose Zusehen, man kann es eigentlich gar nicht mehr verhindern oder verändern oder verbessern. Man kann eigentlich nur noch versuchen, irgendwie den Schaden zu begrenzen und auch das hat man relativ spät erst gemacht. Und das bringt man in 5 Folgen wirklich großartig rüber und man sitzt wirklich klaustrophobisch mit einer Anspannung davor und man vergisst alles um sich herum. Hammer! Angefangen vom Bild, über Ton, über diese Echtheit, dieses 80er-Feeling, dieses russische Feeling, wie man es sich vielleicht auch klischeehaft einfach irgendwie vorstellt oder durch Dokumentation kennt. Und weiter über das Schauspiel. Wir haben Jared Harris, der eine sehr große Rolle spielt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich habe es immer ja nicht so mit Namen. Aber der auch den es ja wirklich gab. Also auch diese Charaktere wurden wirklich so gezeigt, was sie für eine Funktion im Grunde hatten. Manche Charaktere wurden so zusammengefasst, aber ja, Jared Harris war eine relativ wichtige Rolle und der hat das großartig gemacht. Ich mochte ihn ja schon bei The Terror, er hat schon verschiedene andere Filme mitgespielt. Ich finde, der hat ein Mimenspiel, das ist der Hammer. Also man sieht auch seine Fassungslosigkeit, die sich wahrscheinlich mit der eigenen Fassungslosigkeit spiegelt. Großartig. Stellan Skarsgård. Ich liebe Stellan Skarsgård. Side River hat er spätestens mein Herz wirklich berührt. Man kennt ihn aus Mamma Mia, aus Fluch der Karibik. Aus Illuminati spielt er, glaube ich, auch mit. Also das ist wirklich, die Skarsgårds sind wirklich Hammer-Schauspieler. Also da von den Kindern und Neffen, ich weiß gar nicht, wie die alle immer verwandt sind. Ich bin da beeindruckt und ich bin auch von Stellan Skarsgård hier beeindruckt. Er macht das grandios. Und auch wie sein Charakter sich wandelt in dieser Zeit, ich muss jetzt vielleicht doch mal nachgucken, wie er hieß, ach ja, Boris Dscherbina. Auch seine Rolle, wie sich die wandelt, wenn man ihn in der Ende der ersten Folge, glaube ich, so am Telefon kennenlernt und wie sich das dreht und ändert und ach, es ist einfach faszinierend, wie echt die wirken und wie sie die eigene Fassungslosigkeit von mir als Zuschauer einfangen und man die in diesen Gesichtern auch sieht und wie man immer mal einen Hoffnungsfunken sieht, der einfach auch wieder irgendwie unter Sand begraben wird. Und man einfach spürt, die wissen auch um die Konsequenz, dass sie vor Ort sind und was das vor sich hat. Und man spürt eben auch diese Unwissenheit, die alle anderen haben, der innere Kreis, der doch ein bisschen mehr weiß ist, aber nicht ausspricht, über Europa. Und es ist einfach unglaublich gut gemacht. Also man erfährt so viel, man erfährt auch, oder sieht relativ gut, wie dieses Informationsnetz funktioniert hat oder eben auch nicht, warum es nicht so funktionierte, wie es sollte und auch wie die Welt irgendwie darum reagiert hat. Was mir ein klein wenig gefehlt hat, war tatsächlich Emotion. Und jetzt werdet ihr sagen, Steffi, du bist doch total emotional und du bist total mitgerissen und ja, da habt ihr recht. Was mir gefehlt hat, war, dass ich auch mal ein Tränchen verdrücke. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht. Und ich hätte gerne um den Feuerwehrmann geweint. Ich hätte gerne um die alte Frau und ihrer Kuh geweint. Ich hätte gerne irgendwie diesen Emotionsdruck in mir durch Tränen freien Lauf gelassen. Aber das passierte nicht. Und das
kann man durchaus sehr positiv werten, weil man natürlich sagt, es wurde sehr sachlich und dennoch mit dieser gewissen Fassungslosigkeit erzählt. Aber man hat die Emotionen weggelassen. Also für mich hat man die weggelassen. Und das ganz bewusst. Ich glaube, man würde sonst komplett zerstört aus dieser Geschichte gehen. Also so wie Tränen, wie ich in der 8. Staffel von Game of Thrones irgendwie dagelassen habe. Das nochmal in dieser Art. Das wäre wahrscheinlich überhaupt nicht gegangen. Und ich glaube, danach ist man auch einfach nur am Ende. Aber man muss jetzt nicht erwarten, dass man Tränen überströmt, ja, dieser Serie irgendwie folgt. Sondern man ist wirklich nur sprachlos, fassungslos, angespannt. Und man rückt alles mal wieder irgendwie ins rechte Licht. So ist zumindest mein Eindruck. Ich bin wirklich, und ich glaube, man merkt es auch, ich bin tief betroffen, tief begeistert. Mich hat die Serie wirklich sehr gefesselt. Mich wird sie jetzt auch eine gewisse Zeit nicht irgendwie beruhigt zurücklassen. Und das ist einfach was ich jedem empfehlen möchte, der damit sich auch einfach beschäftigen will. Es ist ganz wichtig, dass man das möchte, dass man Historisches eben auch durch eine Serie verarbeiten möchte. Nicht durch irgendeine Dokumentation, sondern wirklich etwas Filmisches, was ja einfach anders funktioniert wie eine Dokumentation, auch wenn wir hier sehr nah an der Realität sind. Gibt es doch Gespräche und Ähnlichem, wo man nicht weiß, ob sie hundertprozentig so gelaufen sind. Und wer eben auch gerne Game of Thrones guckt, der wird hier auch den ein oder anderen Charakter wiedersehen. Ich war ganz froh, dass wir gegen Ende einen anderen Bolton gesehen haben, als ich schon befürchtete, dass er jetzt auftaucht. Aber ja, es war wirklich ein grandioses Serienspiel, 5 Folgen, die mich sehr gepackt haben, die ich wirklich auch inhaliert habe, weggesuchtet habe und die mich einfach, also sonst würde ich jetzt auch dieses Video tatsächlich nicht drehen, weil es mich einfach so beschäftigt und zurücklässt und ich auch gerne von euch auch einfach ein bisschen den Austausch möchte. Habt ihr die Serie geguckt? Sind das Themen, die euch in der Serie interessieren? Mögt ihr es, wenn Realität in Serie abgebildet wird oder seid ihr auch eigentlich eher so wie ich lieber irgendwas Fiktionales? Und natürlich kann man jetzt auch sagen, es gibt ja genügend realistische Serien, die natürlich irgendwie so passiert sind, aber also ja, ne, es ist einfach für mich ein Unterschied und auch wie fasziniert ich bin, dass man eigentlich keine Science-Fiction braucht und gar nichts erfinden muss, dass es in unserer Geschichte, in unserer menschlichen Geschichte, wohl genügend Geschichten gibt, die uns erschüttert und packend eigentlich zurücklassen sollten, müssten, könnten, wie auch immer. Denkt man nur an Verfilmungen vom 11. September. Da gibt es ja auch Verfilmungen, die leider manchmal doch ein bisschen sehr heroisch sind. Das ist ja etwas, was ich dadurch tatsächlich nicht ganz so mag. Aber die einen dann eben auch so an diesen persönlichen Schicksalen der Menschen so Anteil nehmen. Und das ist auch einfach hier der Fall. Also ja, eine Hammer-Serie. Ich kann sie nicht uneingeschränkt empfehlen, weil ich glaube, dass es auch einfach eben Menschen gibt, denen das vielleicht zu viel sein könnte. Das ist tatsächlich, glaube ich, einfach so. Man muss sich, wie gesagt, auch einfach darauf einlassen und das sehen wollen. Und man hat diese 5 Folgen relativ schnell angesehen, da sie ja auch nur so circa eine Stunde gehen. Das heißt, es ist im Grunde sind es 2 Spielfilmlängen, wenn man so möchte. Und das ist auch genau die richtige Länge gewesen. Es gibt keine Langeweile, es gibt keine unnötige Länge, es gibt keine unnötigen Dialoge. Es ist alles wirklich so, wie man sich das vorstellt und wirklich gut recherchiert und toll gemacht. Und ich glaube, allein, dass es der russischen Regierung gerade nicht so gefällt, zeigt uns doch, dass es ja wahrscheinlich so ein bisschen doch den Kern trifft und auch die Wahrheit trifft. Und ja, tief beeindruckt und ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken dazu. Nicht nur, wenn ihr die Serie gesehen habt, sondern vielleicht auch, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch Gründe, warum ihr sie nicht sehen wollt oder ne, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr über den Austausch freuen und lasst mir auch gerne die Info da, ob ihr vielleicht öfter solche Videos wollt, die abseits von Büchern auch irgendwie sind, das könnt ihr mir ja auch gerne mal da lassen. Ein paar Infos findet ihr unten in der Infobox, schaut da einfach mal vorbei und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, lasst euch sozusagen jetzt schockiert, wie ich bin und fassungslos, euch jetzt zurück und mich zurück. Wünsche euch dennoch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.